herzlich willkommen hier aus dem Freien auf meinem Balkon. Ich habe gedacht, bei so einem schönen Wetter kann man doch mal ruhig draußen drehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Wind im Mikrofon so dolle ist. Ich habe ja hier so einen kleinen Windschutz drin. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das den Sommersturm hier aufhält. Wir fangen jetzt einfach mal an. Heute soll es um das Thema Filterung im Allgemeinen gehen. Ein bisschen mal in die Runde reden, ein bisschen einfach mal Informationen, ganz grob. Ich gehe jetzt auf keine besondere Filterart ein. Ich spreche jetzt nicht über meinen Filter, einfach mal generell über Filterung in Aquascapes. Ihr habt es schon gehört, Filterung in Aquascapes. Wenn ihr ein normales Aquarium, also ein Gesellschaftsaquarium oder ähnliches habt, ein Diskusaquarium oder ein Garnelenaquarium, ist das jetzt nicht unbedingt geeignet, was ich euch sage. Viele Sachen kann man übernehmen, aber viele Sachen sind wirklich dann nur auf das Aquascaping spezifisch hier drauf bezogen. Also sucht euch dann bitte nochmal andere Informationen. Die Seite von Dennerle hat dann einen sehr schönen Beitrag oder ihr guckt euch einfach andere Videos an. Ich würde einfach mal anfangen und erklären, was überhaupt Filterung bzw. ein Filter im Aquarium ist und was er soll. Unsere Fische, unsere Pflanzen, unsere Garnelen, unsere Schnecken, alles was wir in unserem Aquarium haben, kommen ja aus der Natur, aus Flüssen, aus Seen, in unserem Fall Süßwasser. Und am Anfang stellt man sich logischerweise die Frage, da an dem Amazonas hängt ja jetzt kein dicker Filter dran, warum muss man jetzt sein Aquarium filtern? Das ist genauso wie mit dem CO2, das erkläre ich aber in einem anderen Video. Und dann fragt man sich eben, am Amazonas hängt doch jetzt auch kein riesen Filter, warum muss ich an meinem Aquarium einen Filter hängen? Es gibt mehrere Gründe. Der erste Grund ist einmal die Wassermasse. Ein Fluss hat, ich bin schlecht im Schätzen, ich sage jetzt einfach mal gar nichts, aber Unmengen an Wassermassen im Gegensatz zu einem 28-Liter-Becken oder halt einem 300-Liter-Becken. 300 Liter ist schon sehr viel, vor allem im Aquascaping, aber es ist dann an sich auch viel Wassermasse für ein Aquarium, aber das ist ja nichts im Vergleich zu dem natürlichen Lebensraum unserer Pfleglinge, also Pflanzen, Fische etc. Und ihr kennt das bestimmt oder ihr habt es sicher gehört, man kann es sich auch denken, stellt euch vor, da passiert irgendwas, da wird irgendein Gift, sagen wir Nitrit, freigesetzt. Dann, und sich das auf 50.000 Liter und die gleiche Menge auf 30 Liter verteilt. Auf 5.000 Liter, das ist total egal, das merkt niemand, das kann man nicht mehr messen, das ist gar nichts. Aber in unserem Aquarium würden sofort schon alle Fische sterben. Also ist unser Biotop, unser Aquarium, unser Aquascape da viel empfindlicher als die Natur. Und deswegen benutzt man einerseits einen Filter. Es gibt generell viele Stoffe, die im Wasser sein können, die eben giftig für unsere Fische sind. Pflanzen nicht unbedingt, aber Garnelen und Schnecken. Zum Beispiel Nitrit, Ammoniak, Ammonium, in gewissen Mengen Nitrat. Diese beseitigt der Filter nicht direkt, sondern die Bakterien, die im Filter leben. Jetzt denkt man sich, Bakterien, ich will doch keine Bakterien in meinem Wasser haben. Aber es ist ein falscher Gedanke. Es gibt nämlich auch sehr gute Bakterien, genauso wie in unserem Körper. Gibt es Bakterien, die wir zwingend brauchen in diesem Aquarium. Das ist auch der Grund, warum wir Aquarien erstmal einfahren müssen, bevor da Tiere reinkommen können. Da sich nämlich erst diese Bakterien ansiedeln müssen. Und es gibt zwei Vorgänge, wie diese Bakterien die Giftstoffe aus dem Wasser ziehen oder umwandeln oder eben verbrauchen. Also meistens ist Umwandeln verbrauchen, weil die zum Beispiel Ammoniak ist ein Beispiel. Es gibt unterschiedliche Bakterien, die unterschiedliche, ich sag mal, Vorlieben haben. Also Bakterienart XY futtert Nitrit, Bakterienart ABC futtert dann aber Ammoniak. Und wir nehmen jetzt einfach mal die Ammoniakbakterien und die nehmen das nämlich auf, die futtern das einfach, die fressen das einfach wie wir Nudeln und bei denen kommt dann einfach hinten raus kein Ammoniak, sondern Nitrat. Nitrat ist nämlich ungefährlich für uns, also keine Gefahr mehr, Ammoniak beseitigt. Es gibt zwei Arten, wie diese Bakterien das machen. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass es mit einer Oxidation stattfindet, also einer Reaktion mit Sauerstoff, oder eben eine einfache Umwandlung. Also die futtern das und scheiden dann wieder einen ungiftigen Stoff aus. Diese zwei Möglichkeiten gibt es und es gibt unendlich viele Bakterien und Arten, die wir in unserem Filter dann ansiedeln. Jetzt mal kurz zu den Filtern selber. Was gibt es überhaupt für Filter? Was brauche ich für einen? Vielleicht eine kleine Richtlinie. Es gibt Innenfilter und Außenfilter, grob gesagt. Also Filter, die im Aquarium sind oder eben außerhalb. Also eben zum größten Teil eben aus dem Aquarium hängen. Da gibt es auch so
halt so Mitteldinger, aber die zählen dann zu den Außenfiltern. Wir fangen mal an mit den Innenfiltern. Innenfiltern gibt es eigentlich nur die klassischen Innenfilter. Die sind meist sehr günstig. Gibt es für zum Teil 5 Euro auf Amazon. Wenn man jetzt einen schöneren von JBL haben will, kostet der für ein 60 Liter Becken 30, 40 Euro, wenn man da einen guten hat. Und ja, diese Innenfilter haben dann so kleine Saugnäpfe, sind ungefähr so groß, sehen natürlich jetzt nicht schön aus. Und die bappt man eben dann mit den Saugnäpfen an die Scheibe. Die saugen das dann unten meistens rein. Das läuft dann eigentlich immer durch Schwämme und das pumpen sie einfach raus. Nachteil an Innenfiltern eben ist die Optik. Die geringe Durchflussmenge wegen der kleinen Pumpe und das geringe Filtermaterial, also eigentlich alles, was ein Filter haben muss, haben die Innenfilter eben halt in nicht gut. Also das sind die Nachteile eben an Innenfiltern. Dann gibt es halt, wie gesagt, die Außenfilter. Außenfilter ist eine große Kategorie. Man sagt immer, dass Außenfilter, also wie gesagt, ich sage es jetzt nochmal, aber wir beziehen uns hier aufs Aquascaping. Außenfilter gelten ja immer erst so für Aquarien ab 200 Liter. Das ist totaler Schwachsinn. Das super Beispiel ist der Eheim Classic. Der ist für, glaube ich, ab 30 Liter. Das ist ein ganz sanfter Außenfilter, sage ich mal, aber man hat halt eben die Vorteile eines Außenfilters. Man muss keine Angst haben, auch ein JBL E401 oder E402 ist so ähnlich. Man braucht keine Angst haben, dass die anders wegpusten, aber man hat immerhin einen Außenfilter. Das ist eine sehr gute Idee. Man braucht dann eben nicht diesen dicken Klops für 400 Euro, diesen 600 Liter Filter. Da gibt es auch wirklich kleine für so ein 30 Liter, 40, 50 Liter Becken gibt es wirklich auch Auswahl. Und die funktionieren dann genauso. Außenfilter gibt es einmal die klassischen Außenfilter, also ich glaube Kastenaußenfilter oder Kastenfilter oder Tonnenfilter werden die auch genannt, so umgangssprachlich. Also diese normalen Kästen, die dann eben da zwei Ausgänge haben, wo einer, wo auf der einen Seite mit dem Schlauch das Wasser reingesaugt wird aus dem Aquarium, dann hängt da so ein Einlauf, das läuft dann, der Filter steht dann im Unterschrank oder neben dem Aquarium oder sowas. Das läuft dann in den Filter, wird einmal durch die deutlich größere, durch das deutlich größere Filtervolumen gepumpt und wird dann auf der anderen Seite, auf dem anderen Schlauch, wieder rausgepumpt in den Ausfluss und läuft wieder raus. Also ist das, funktioniert eigentlich gleich, nur dass der Filterkanister, das Filtermaterial außerhalb des Aquariums steht und man wirklich nur diese kleinen Ein- und Ausläufer hat. Im Aquascaping haben wir da richtig schöne Sachen. Glas oder Edelstahl. Ich finde Glas katastrophal. Glas sieht richtig schön aus, aber Glas musst du dann jede Woche sauber machen, damit es auch so schön aussieht, dass es so bleibt. Und ich kenne mich, ich schaffe es auch schon, einen CO2-Test zu zerbrechen und Thermometer. Ich glaube, die überleben bei mir nicht und die sind teuer. Ich glaube, die überleben bei mir nicht 2 Wochen, wenn ich diese reinige. Deswegen würde ich, wenn, immer zu Metallsachen greifen. Rostfreie natürlich, Shihiros hat das Schöne. Da gibt es leider nicht so viele. Ich kenne nur das von Shihiros. Die sind dann noch deutlich günstiger. Also das Ein- und Ausflussset kostet 45 Euro, glaube ich, je nach Schlauchdurchmesser. Aber das ist deutlich schöner und deutlich robuster. Und man braucht es eigentlich nicht reinigen. Gut, nach 2 Jahren ist es so zu, dass da kein Wasser mehr durchkommt. Aber weil man es ja einfach nicht sieht. Das ist auch ein Nachteil, wenn man Anfänger ist und sich noch nicht auskennt. Aber dann muss man halt ab und zu gucken, wie zu das ist. Da hat man schnell den Dreh raus. Für ganz große Becken, ich sag mal so ab den 300, 400, 500, 600 Litern aufwärts, kommen dann sogenannte Filterbecken zum Einsatz. Das heißt, wir haben unser 600 Liter Aquarium und dann steht unten drunter, wie der Außenfilter, steht da eben kein Kanister, sondern da steht dann ein eigenes Becken. Das sind dann so 150 Liter. Ich möchte mich da jetzt nicht festlegen, so ungefähr die Hälfte des Ausgangsbeckens, ungefähr ist das so. Da ist im Grunde das gleiche wie ein Außenfilter, nur dass wir halt wieder viel größere Filtermasse haben. Und ja, also es wird an einer Seite reingepumpt, läuft eben durch das Becken durch. Da hat man dann meistens mit so Trennscheiben einzelne Abteile dann, mechanisch und biologisches Filtermaterial hat man dann so eben abgestimmt. Und dann hat man auf der anderen Seite eine Pumpe, die wieder durch einen Schlauch und einen Auslass das Wasser rauspumpt. Also das gleiche nur eben für wirklich ganz, ganz große Becken. Jetzt kommen wir mal zum Filtermaterial. Ich rede da ja schon die ganze Zeit. Es gibt, wie ich gesagt hatte, mechanisches, biologisches und chemisches Filtermaterial. Das mechanische ist, wenn man kann sich schon denken, sind einfach Schwämme oder ein Vlies. Also wirklich das Mechanische, was man richtig sehen kann. Also Pflanzenreste, Mulm, Fischkot, sowas. Das filtert eben unser mechanisches Filtermaterial raus, so ein Schwämmchen oder eben
ein Vlies oder sowas ähnliches. Dann gibt es unser biologisches Filtermaterial. Das sind meistens sehr poröse Materialien, also so Tonkugeln oder so Sinterglas oder so so Vulkanbruch, irgendwas, was eine sehr hohe Oberfläche hat, dadurch, dass es eben sehr porös ist, wo sich eben sehr, sehr gut Bakterien ansiedeln können. Und dann haben wir noch die chemischen Filtermaterialien, die werden eigentlich nicht so oft eingesetzt, vor allem im Aquascaping nicht. Ich erwähne sie aber einfach mal, der Vollständigkeit halber. Das sind dann so Sachen wie Aktivkohle oder eben ganz spezielle Sachen, die dann spezielle Sachen extra rausfiltern, also Medikamentenreste, bestimmte Stoffe, das sind dann die chemischen Filtermaterialien. Was brauche ich jetzt, wovon, wie viel, wie, in welcher Reihenfolge? Man sollte immer anfangen mit einem mechanischen Filtermaterial und dann biologisch bzw. chemisch. Weil logischerweise das Biologische sich nicht zusetzen soll, sondern da die Bakterien arbeiten sollen, schützt man mit dem Mechanischen das Biologische immer mit einem Schwamm, damit man das noch nicht reinigen muss. Weil wenn man das reinigt, gehen natürlich immer viele Bakterien verloren. Man kann dann natürlich sehr vorsichtig sein, aber meistens hat man noch nicht Bock, da genau Temperatur anzupassen und alles. Da hält man einfach den Duschkopf drauf, ohne Rücksicht auf Verluste. Und dann muss man einfach nur den Schwamm rausnehmen und das Biologische kann man unangetastet lassen eigentlich. Das braucht man dann nie zu reinigen. Also das ist immer ganz wichtig. Im Aquascaping setzen wir immer sehr, sehr viel Mechanisches ein und kaum Biologisches. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man nicht zu wenig biologisches Material nehmen sollte. Ich sag mal immer Hälfte mechanisch, drei Viertel mechanisch und der Rest Bio. Chemisch braucht man eigentlich nie von Anfang an, das sind dann Spezialfälle. Aber man sollte nicht zu viel mechanisch, aber zu viel biologisch bringt uns auch nichts, weil die Bakterien dann zum Teil von Fischkot und so eben leben, den wir gar nicht haben, weil wir eben im Aquascaping und nicht im Gesellschaftsaquarium sind. Deswegen wäre das Schwachsinn. Aber ich finde, es läuft deutlich stabiler, also ist meine Erfahrung, mit etwas biologischem Filtermaterial, gerade wenn wir auch da 10, 15 Garnelen drin haben. Es ist ja nicht so, dass wir da ein totes Becken haben, ganz im Gegenteil. Ich bin jetzt auch langsam am Ende. Ich verlinke euch unten mal nochmal den Beitrag von Dennerle zum Thema Filterung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Checkt nochmal meinen Instagram-Kanal ab, wenn ihr das noch nicht getan habt. Da werdet ihr das gleiche wie hier ist, nur in Bild- und Kurzvideoformat finden. Und ja, ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ciao!